und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung? Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Was soll schon sein? Echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, ne? Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Hey, was hörst du da? Interessant. Jake, Gepäck, vorwärts. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Bin ich in Stimmung. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm ist schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht rein. Dylan, hey! Sorry, Bro. Cool, danke.
Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Held! Horror. Ich hasse Horror. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! Bist du's, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Bisschen renovierungsbedürftig. Oh. Scheiße. Okay, hab's Gepäck. Endlich, und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Oh, dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt?
wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Sie hat dich einfach abserviert, hm? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hm? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh, okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Okay, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest. Du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh, klar. Wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey! Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul! okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob! Was? Nein, Alter! Bitte, tu's nicht! Hier, fang! Oh! Nick! Boom! Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang! Puh. Freak! Oh! Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich! Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Peace und so, Mann, ich wollte dich nicht beleidigen. Sind alle bereit? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja, träum weiter, Junior. Thank you.
Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett erfährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Oh. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Hey, lass das sein!
Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Kann es losgehen? Los geht's. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wow, 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 wow! Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Bleib links. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick, hab vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H., der Holz verbrennt, bevor er, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreist. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick. Wartet. Alle. Stimmt. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H., bevor wir fahren. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt?
Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast... über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miecht wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauche ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Cool, cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören.
Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Oh, ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo?